Hallo und herzlich willkommen zurück zu State of Decay 2. Ja, ich habe das alle repariert. Ich bin dann hierher gegangen und habe gewartet, dass das hier fertig wird. Benötigt Strom. Ich kann es nochmal aufwerten. Alle Fähigkeiten trainieren. Gewaltiger Moralsbonus. Gut, dann machen wir das mal. Eine halbe Stunde? Fetzt. So, haben wir natürlich statt kein Material mehr. Das heißt, das können wir hier lassen. Das nehmen wir mit. Packen sie hinten rein. So. Jetzt machen wir wieder die Schachrift-Tante wieder. Wo war das? Ach hier, N. Ja, mit Shelly. Wieder spielen. Wenn du Adler wechselst, brichst du die Mission Händler, ein Freund in Not von Mitch ab. Ja. Weil... Was ist denn das hier eigentlich? Kann ich hier nicht eigentlich hier Solar-Dings bauen? Ja, not happening. Autowerke. Haltbarkeitsdatum. Ah, das ist ja auch wieder bloß zeitbegrenzt. Für eine Stunde, das ist ja auch... Ah. Tom ist in deiner Basis, sprich mit ihm und finde heraus, was er will. Tom, wo ist er denn? Ist er das hier? I'm looking for some place to put my feet up for a while. You got any room? Ich muss irgendwo meine Füße hochlegen, habt ihr noch Platz? Welcome home, right? Hey, thanks for letting me join. You won't regret it. Passiver Lärm von Bevölkerung. Aha. So. Hier hat Munition dabei. Ja, nicht so viel. 45er waren das. So, ich geh jetzt mit der Tante aus dem Posten. Irgendeinen banalen Außenposten. Achso, auftanken. I hope nothing heard that. Tanken. Sprit. Es ist ein Biker-Club und kein Truck-Stop. Ich habe das am Anfang falsch gedeutet. Rückeroberung. Wo ich eigentlich das gar nicht machen will. Our base ain't gonna defend itself. Get over here and get ready. So, wir fahren ja an diesen Außenposten gleich wieder dran vorbei. Ne, dann wir ganz am Anfang gemacht haben. So, und da will ich jetzt einfach nochmal nachgucken. Wann das hier so ist. Außenposten. Munitionssammlung. So, und das finde ich jetzt wie heraus? Hier, oder? Nee.
Nirgends. Hier kannst du nirgendwo großartig interagieren. Ohne Worte. Time to reload. All done. Hope it's helpful. You do an amazing job for us, you know. Thank you. Ich will aber keine Medizin haben. Gehst du mit Dankbonks? Gut, Frauenhygiene, das muss natürlich sein. Ne? Well, beggars can't be choosers. So, das ist Happy Pizza. Pretty fresh. Pizza, irgendwas. So, Zombie-Bedrohung zu Hause. Uiuiui. Ich komme! Das sahen gerade aus wie normale Leute. I hope everybody's ready, because we got a big fight on our hands. Too loud. When I die, I want to take a horde with me. Munition. Die 5. Ne, was hatte ich hier? 44 hatte ich. Was ist das denn hier? Das sind die 44er. Ne, ich brauch die 45er. 44er? 45er. Oder? Ja. Keep hitting them. That's it. Warte weiter auf sie ein. Wo sind sie denn? I know I'm old, but if we ever run out of food, don't get any bright ideas. More deadheads incoming! Yeah.
Oh, die sind schon hier drin. Oh, jetzt rennen die wieder alle vor die Bildschirme. Alter Schwede. Ja, mach die Tür auf. Clever. Na, ihr seid so dämlich. So stirbt die Gesellschaft aus. Genau so. Geht doch mal hier hoch. So. Oh, thank God we made it through. Hey, das sind solche furchtbaren Menschen, ey. Mal noch einen Außenposten für Munition. Wie sieht denn das aus? Das musste eigentlich sichtbar sein, oder? Moralbonus brauche ich nicht. Ich werde mal hier hinten in die Gegend reinfahren. Auf der Suche nach Munition. Vorräte. I cannot overstate the importance of strong defenses for your home. Sadly, I've seen what happens to folks who don't understand that security comes first. Was ist das? Blöd, Mann. Was kann man denn hier machen? Nichts. Dass sie sich nicht selbst einen Arm abschneidet. Ist ein Wunder. Ja, und was ist das hier? Hier ist doch irgendwas. Ne, hier war irgendwas. Jetzt nicht mehr. Geil, haben sie uns abgeschottet. Keine Tankstelle. Ja.
denn hier nicht so ein... So ein Aussichtspunkt? Stopp da unten. Ja, nicht dran. Nicht dran. Siehst du? Verkehrshütchen. So schlimm sind sie wirklich. Ich glaube, die können keine Leitern hochgehen. Zählen für Überprüfungsmodus, das machen wir jetzt. Was ist das? Robotdecke mit Standort wenden. Das war's? Mehr nicht? For an extra set of hands. Anyone will do. Jetzt nicht. Was haben wir denn hier? Materialsammlung, Materialsammlung, Materialsammlung. Materialsammlung, Materialsammlung. Bin ich hier schon wieder am falschen Ort. Also. Gehe ich jetzt mal da rein. Es kann doch nicht sein, dass es hier bloß immer Munition gibt. Das ist doch irgendwie... Also ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Gunshop. This one's locked. Too loud. So, in jeden Raum reingehen. Ich hoffe, das bringt dann auch was hier. Yay! No zombies here. Hey, I found something. Yeah. Kann ich das beanspruchen? Guys, we could really use a hand over here. Ein Tag Charakterwechsel machen müssten, das ist auch schön. Das nehmen wir jetzt. I'm all done securing this outpost. Endlich. Schließfach öffnen. Okay, das kann ich nicht übertragen. Aber das kann ich ins Auto laden. Oh, schön, Schrotflinte. Können wir gleich mal ausrüsten. Jetzt habe ich natürlich die Schrotflintenmunition hier reingehauen. Was? Schließfach öffnen? Achso, Schließfach öffnen.
Schön, habe ich schon endlich mal. Bolt Scout eines Jägers. Ein funktionsreiches Gewehr, leicht präzise. Achso, leicht präzise und mit Kammerverschluss. Es hat sogar einen guten Sucher. I feel like a pack mule. Ha! Ah. Dann gleich wieder wegpacken. Hier ist auch noch was. Endlich Munition. So, was steht da oben? Munitionssammlung, potenzielle Ressourcen, Container durchsucht 8 von 9. Too loud. Ist das die Kiste hier? Hm. Bestimmt wieder oben auf dem Dach. This came up empty. So. Hätten wir durchsucht. Aber hier ist auch gleich ein solches Herz. Das können wir eigentlich gleich mal mitnehmen. Das heißt Sprengstoff mitnehmen. Sprengstoff. Molotov-Cocktail. Die Granaten. Ich werde auch mal. Erste Hilfe mitnehmen. Starke Schmerzmittel. Leichtes Schmerzmittel. Och man. Markiert habe ich's. Ja. Er hat Medikamente genommen. Vermutlich Ecstasy. Oder hat aus den ganzen Medikamenten hier die Krokodildroge gemacht? Schön, weites offenes Feld gefällt mir. Jetzt will ich mal die Schrotflinte ausprobieren. Super. I better watch out for plague zombies. Wo ist denn das solche Herz? Ach da, ich seh's. I taste blood in my mouth. Nice. I think it's hurting. Can't let up now. Now was I really so hard?
Oh, davon fahre ich bis eins. Ups. Ah, ist auch nichts Besonderes drum. That's pretty heavy. I wish I had room for it. Ich bräuchte dann auf jeden Fall noch einen Außenposten mit Strom. Aufwerten, die Lunge ist fertig. Zombies attracted, check. No more zombies here. Nothing. So, so ein Strom, so permanentes Stromdingens halt. Das wäre nicht verkehrt. Ich wollte aber trotzdem erstmal wieder nach Hause. Warte mal, gab's denn hier hinten nicht dieses Stromdingens? Ach nee, das ist ja dieses. Verstehe. Ja, permanente Stromversorgung, Moralbau, tägliche Benzinkosten. Keiner gesehen. Niemand. Denn mit diesem permanenten Stromdingens kann ich nämlich diesen Generator in der Base, wo ich jetzt gerade bin, wieder zerstören oder irgendwas anderes hinbauen. Eieiei. Hier am Sturz einfach. Diese Steuerung. Aber ich glaube, ich kann jetzt keinen mehr beanspruchen, weil ich muss dazu was irgendwas aufwerfen. So. Das lassen wir mal lieber drin. Ach, das lassen wir hier. So. Die Lunge war ja fertig. So, updaten kann ich jetzt nicht mehr. Strom. Sorry, Strom. Brauche Strom dazu.
Fähigkeiten verbessern, aber überleben. Was gibt's denn da so? Magnum-Patronen herzustellen. Benötigt Strom. Was sind das hier? Brettspiele installieren. Arbeit aufzuwenden, um die Moral zu steigern. Machen wir das. Aber Strom brauchen wir dann noch. Die macht dich erstmal gesund. Gut, liebe Zuschauer, danke fürs Zusehen. Liken, abonnieren, würde mich freuen. In der nächsten Folge machen wir dann Strom. Und das andere hier hinten mit dem Generator, das werden wir dann abreißen. Das brauchen wir ja in der Hinsicht nicht, wenn wir dann da permanenten Strom haben. Ja, mal sehen, was sich so noch ergibt. Ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.